Was wäre unsere Welt ohne Geräusche? Aktuell nehmen wir so die meisten Museen, Ausgrabungsstätten und Ausstellungen wahr. Bis jetzt. Wir haben heute über die Jahre beobachtet, dass alles, was mit Virtualität zu tun hat, also mit Virtual Reality, eigentlich immer aufs Optische abzielt. Man hat dabei eigentlich aufs Auditive ein bisschen vergessen. Doch ein Wiener Technologieunternehmen möchte genau das ändern. Kann sich das so vorstellen wie VR für die Ohren? Mit 50 Sinneseindrücken pro Sekunde unterscheidet unser Gehör mehr als 400.000 unterschiedliche Töne. Im limbischen System unseres Gehirns weckt es Assoziationen und Erinnerungen, steuert unsere Emotionen. Können wir diesen Sinn nutzen, um Erlebnisse in Kunstinstallationen, Ausstellungen und Museen noch greifbarer, Erlebnisse noch authentischer zu machen? Ich möchte mir zum Beispiel in eine andere Zeit, in ein anderes Zeitalter mit dieser Technologie versetzen. Oder ich kann Dialoge damit kreieren, ich kann Geschichten bauen auf eine völlig neue Art und Weise, wo der Fortgang der Geschichte durch meine Bewegung im Raum getriggert wird. Als Antwort auf diese Frage hat ein Wiener Technologiebüro den Prototyp für das erste soundbasierte virtuelle System entwickelt, Nuus Sonic. Das ist ein Modul, das wird auf einem Kopfhörer platziert. Es erkennt die Position im Raum, wo man sich befindet, in welche Richtung man schaut. Hier kann man dann auf dem, direkt auf dem Lageplan oder auf dem Grundriss kann man durch geometrische Figuren, die kann man platzieren. Von dort aus soll praktisch dieses Audiofile abgespielt werden. Und wenn man dann hinschaut, hat man direkt das Gefühl, dass die Stimme oder auch vielleicht ein atmosphärischer Sound direkt mit dir interagiert. Rein optisch erinnert das Office eher an ein Architekturbüro als an einen Technologiekonzern. Gerade in einer Zeit, wo jetzt alle im Homeoffice sind, soll die Zeit, die man im Büro gemeinsam verbringt, so eine besondere Zeit sein und das soll ja ästhetisch gestaltet sein. Bisher entwickelt Nuus Websites, Apps und digitale Lösungen wie etwa die ORF-Mediathek oder den Ticketshop der ÖBB und hat Mitarbeiter in den USA, Dubai und Berlin. Wir sind sehr vielseitig, das sind wir so geworden. Mit der Entwicklung eines eigenständigen Produkts betreten die Entwickler allerdings völliges Neuland. Das ist der Chip, der oben, den wir praktisch fertigen haben lassen. Wir haben den selber zusammengestellt. Wir haben selber die Komponenten bestimmt, die drauf platziert werden sollen. Die größten Schwierigkeiten, die wir eigentlich hatten, waren Lieferschwierigkeiten, weil wir die einzelnen Bestandteile von dem Sonic AAO jetzt während der Pandemie teilweise waren die vergriffen. Unser Kern ist eigentlich, neue Dinge auszuprobieren und einfach was in die Welt zu bringen, womit Menschen Freude haben. Ein Konzept mit Zukunft. Selbst bis zum Jahr 2050? Boah, das ist eine schwere Frage. Also wir glauben, dass es immer einen Markt für mittlere und kleine Unternehmen geben wird, die innovative Lösungen auf den Markt bringen. Und da ist auch noch Platz neben den großen IT-Riesen, weil die Kreativität, die muss kommen sozusagen aus den Mitarbeitern und aus den kleinen Unternehmen.